Sie jetzt 7 Minuten aus dem Film Blue Beetle. Na dann, los geht's. Entschuldigen Sie, Sir. Wie sehe ich aus? Als würdest du knietief in Schulden stecken. Okay. ¿Lo alcanzan a ver? Ja, Sabin. Wir sagen erstmal nichts. Genießen wir diesen Moment, bevor er es erfährt. Ich sag's ihm. Ist das locker? Was soll das? Warum nicht? Weil ich selbst gute Nachrichten zu einer wie schlechte Nachrichten konnte, du lass diese Charter. Und die hier ist ziemlich schlecht. Ich kann doch auch fröhlich sein. Dein Job ist der Ballon. Ich hoffe, ich krieg das hin. Kriegst was hin? Hey, hey, hey! Der Studienabsolvent ist da! Hi! Wie war dein Flug? Gut. Hast du Hunger? Aber klar doch. Hier, mehr gab's nicht. Willkommen zurück, Bro. Danke. Na, me encanta. Ay, estoy tan orgullosa de ese chamaco. Al fin, todos juntos. ¡Umamón! ¡Hola, familia! Hey, where's Uncle Rudy? Y arriba yo, mi papá y la chona. Eso, mi Rudy! So, willkommen zurück, Pinche College Boy! Hey, komm, steig aus und umarm mich! Nein, keine Umarmung. Big Brother guckt zu, das sind Kameras. Ich wusste, dass du sowas sagst. Gesichtserkennung, Ganzkörperscanner. Ja, und alle freuen sich tierisch, dass sie dich endlich erwischen. Seht ihr, genau wegen diesem Geräte sperren die uns noch alle ein. Wo hast du das her? Hab ich für Heime gekauft. Mein Junge, wissen wir doch, ist wahrscheinlich eine Wanze drin. Komm, oh, was soll das? Mein Gott, das habe ich so vermisst. Gut, dass sich manches nie ändert. Mom und Dad müssen dir was sagen. Milagro? Was? Okay, er hatte seine Tacos, jetzt sagt ihm die Wahrheit. Die Wahrheit? Was ist denn? Wir verlieren das Haus. Was? Seht ihr, war gar nicht so wild. Nein, 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 das Haus? Was heißt, wir verlieren das Haus? Der Besitzer verdreifacht die Miete. In 3 Monaten müssen wir das Geld auftreiben oder rausziehen. Es tut mir so leid, Flaketo. Nein, Amar, das muss es nicht. Ist ja nicht eure Schuld. Das heißt, dann müssen wir in der Werkstatt richtig ranklotzen, oder? Komm schon. Die Werkstatt gibt's nicht mehr. Was? Du kannst dich bei Cord bedanken. Bruder. Wir konnten nicht mehr mithalten. Vor allem seit dein Dad, Dad hat einen Herzinfarkt. Was? Alles wieder gut. Era una tubería tapada, pero mira, ya estoy bien. Nur das Essen bleibt gleich, Capitón. Wartet, wieso habt ihr mir das nicht erzählt? Du hast so hart gearbeitet, mi amor. Wir wollten dich nicht vom Lernen ablenken. Amar, ich hätte irgendwas machen können. Ich hätte kommen können. Ich hätte da sein können. Animo, Jaime. Wir schaffen das schon. So wie wir es immer tun. Wir haben viel, wofür wir dankbar sein können. Mira. Estamos celebrando al primer Reyes que se gradúa del college. Ja, und den letzten. Ja, weil du dich nicht beworben hast. Wozu? Damit ich den Rest meines Lebens Schulden habe? Nein, danke. Was? 25%? Mi amor, diese Leute verdienen nichts. Wir sind pleite. Verschieben wir Geldsorgen auf morgen. Weißt du noch, wie uns Mama da auf der Veranda Salsa beigebracht hat? Du warst immer besser als ich. Ja, ich weiß. Ich glaube, du kannst immer noch nicht Salsa tanzen. Ja, ich habe 2 linke Füße. Ich kann nichts dafür. Ich meine... Ja. Erinnerst du dich an deinen 21. Geburtstag? Oh, ja, an die erste Hälfte. Ich kann nicht glauben, dass wir das Haus verlieren. War ganz schön hart. Ich gehe jedenfalls nicht wieder weg. Wolltest du nicht weiter studieren? Das hilft doch der Familie nicht. Ich kann uns doch nicht noch mehr Schulden aufweisen. Animo, Bro. Hey, du landest immer auf den Füßen.
Du bist Jaime. Danke, aber so hätte das nicht laufen sollen, Mili. Wie hätte es denn laufen sollen? Ich hätte es rausschaffen sollen. Ich sollte uns alle hier rausholen. Danke, Bro. Aber ich mag die Keys. Du weißt, was ich meine. Ja. Nervt es dich nicht, dass die über Fortschritt reden, alles haben und wir sitzen hier und sind pleite? Karnal, du bist ein Mexikaner in den Edge Keys. Dieser Fortschritt ist nicht für uns. Okay, die Armen sind hier und die Reichen sind da, bis sie plötzlich hier sein wollen und uns verdrängen. Früher waren wir auf der anderen Seite und jetzt wollen sie die auch noch. Ich habe immer noch einen Abschluss, oder? Das muss irgendwas wert sein. Ich besorge mir einen Job. Nicht nur irgendeinen Job, einen Erste-Klasse-Job. Ich beschaffe das Geld und rette das Haus. Sieh mich nicht so an. Hör zu. Mili, ich sag dir, in 5 Jahren haben wir Geld wie Heu. Das hier wird nur eins unserer Häuser sein. Wir haben dann eine Villa am Wasser mit überall Marmor und einem Infinity-Pool. Ja. What's up, Mili? What's up? No culpa a la noche, no culpa a la playa, no culpa a la lluvia, será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma. Verzeihung, Mr. Reyes. Kratzt du noch die Kaugummis hier weg, oder was? Oh. Das ist doch Blödsinn. Wow. Danke, Milagro, dass du mir diesen Job organisiert hast. Ist nicht meine Schuld, dass deine Zukunft nicht so läuft, wie du wolltest. Wie soll ich Erfahrungen sammeln, wenn mir keiner einen Job gibt? Klingt nach einem Ego-Problem. Echt dein Ernst? Was? Ich sorge für Weiterbeschäftigung, du Anfänger. Hey, sieh dir das an. Ja, ja. Das ist Victoria Court. Allein dieser Gang ist schon sexy auf seine Cruella Kardashian-Art. Ich sag mal Hallo. Was? Nein. Guten Tag, Ma'am. Wenn Sie wollen, können wir das tun. Das ist der Durchbruch, auf den wir hingearbeitet haben, General. Wir sind unsichtbar für diese Leute, Jaime. Unsere Superkraft sozusagen. Blue Beetle. Hier auf YouTube.